Ich sehe aber auch gar keine Polizei mehr, oder? Die ist auf dem Weg jetzt gar keine Polizei mehr gewesen. Die ist jetzt komplett weg. Oder? Ne? Es sind, glaube ich, nur noch Taxis unterwegs und normale Autos, aber keinen einzigen Polizeiwagen mehr. Die sind jetzt praktisch alle eliminiert, die ganze Polizei auf der. War das richtig, hier runterzufahren? Nein. Nein, war es nicht. Sekunde, ich muss mal zurücksetzen, aber wenigstens der Panzer ist schon gelenkig. Doch, geht. Aber Moment mal, wenn der erstmal zurücksetzen muss, so, und jetzt, der muss jetzt erstmal wieder anfahren und anfangen am Berg, ist ja immer so eine Sache. Alter, komm schon, das Ding. Komm schon, anfahren am Berg, muss man üben, muss man können. Und rum. Nee, was mache ich denn jetzt? Was ist denn das? Hä, was will denn das Navi mir jetzt damit sagen? Ich verstehe das. Jetzt ist das Navi komplett ausgefallen. Ich verlasse mich immer auf mein Navi. So. Ich bin total hilflos ohne das Ding. Gut, ich könnte auch auf die Karte gucken. Wir sind schon da. Ach so, okay, das ist hier irgendwo. Dann ist ja nicht mehr weit. Dann ist ja nicht mehr weit. Dann haben wir es ja hier schon. Und dann verstecken wir einfach mal so einen Panzer. Sekunde. So. Ich finde es so lustig. Macht schon Spaß. So, Sekunde. Ah, Ampel, wer braucht die schon? Ich nicht. So, und die Lady, die lasse ich da stehen. So. Yusuf, Bro, where you at, man? Over here, man. Where? Up here, motherfucker! Shit, stand back while I pick this thing up. Okay, man. Thanks for everything, Bro. You're a fucking diamond. Don't mention it. Der hat jetzt einfach den Panzer, oder den stellt er jetzt da oben hin, oder was? Wo hat er den jetzt hingebracht? Ich check's nicht. Kann ich den jetzt sehen? Nee, ich sehe den gar nicht. So, Zeit war nicht so gut, aber der Rest war, glaube ich, ganz gut. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Prozent ich hatte, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ich wiederhole die Missionen ja sowieso nicht, nur weil ich dann mehr Prozente kriege. Das wäre ja jetzt ein bisschen sinnfrei, vor allen Dingen fürs Let's Play. So, aber der ist jetzt weg, ne? Der Panzer, der ist ja auch nicht mehr da. Yusuf ist nicht mehr da. Und wir haben, glaube ich, auch Yusuf erledigt, also die Mission von ihm. Denn er ist nicht mehr auf der Karte zu sehen. Und dann würde ich sagen, machen wir doch einfach jetzt mal mit Muri weiter. In der Nähe ist jetzt so nichts. Ja, Base Jumping, aber wie gesagt, ne? Macht schon Spaß, aber ich glaube, das bringt jetzt einfach nicht viel, weil ich weiß auch nicht, ob es überhaupt was bringt, ob das irgendwelche Bonusse gibt. Das will ich haben. Ich wollte eigentlich ein Taxi nehmen, aber den Wagen will ich haben. Und daneben, ach, da hinten, ach nee, doch nicht. Da sah auch ganz gut aus. So, Inferno. Wie ist denn die Kamera eingestellt, um Gottes Willen? Warte mal, das ist zurück. Wie kriege ich mit der Taste? So, war aber gerade mal ein bisschen nah. Da sieht man ja gar nichts von der Straße. So, das ist auch coole Sicht. Aber mit der fahre ich gar nicht so gerne, weil, oder doch, das geht auch. Kommt drauf an. Kommt auf das Spiel an. Bei Formel 1 oder sowas, wenn man so Formel 1 Spiel hat, da mit der Sicht, das ist nicht so, aber bei anderen Spielen geht es schon wieder. Zum Beispiel hier, da wird es zum Beispiel auch nicht so gehen, weil ich dann immer, ich bremse immer zu spät und sowas. Außerdem wird mir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob mir schlecht wird dadurch, aber wenn das als so hin und her schaukelt, aber bin ich ja immer sehr sensibel. Und das geht auch nicht, das mit diesem Kino-Ding, da weißt du immer gar nicht, wo du lang fährst und das ist mir ein bisschen zu nah. Und das geht, aber da muss ich die Maus nochmal so ein bisschen ausrichten, damit das ein bisschen von oben ist. Das habe ich lieber. Oh, Entschuldigung. Dasselbe Modell. Oh, was ist denn? Hatte der das Fenster offen und ist rausgefallen? Passiert. Muss man mit rechnen, wenn man mit so einem Wagen fährt, mit so einem schnellen Wagen, sowieso, dass man, wenn man zu schnell fährt, nicht mehr da lebend rauskommt. So. Deshalb fahre ich auch nie zu schnell, auch nicht hier im Spiel, merkt man immer. Das ist nämlich. Au, Mist. So, komm schon. Aber fährt sich schon gut, ne? Aber mit so einem Auto, wenn man so ein Auto hat, dann muss man auch schnell fahren. Da gibt es ja keine andere, also schon eine andere Möglichkeit, aber da willst du gar nicht langsam fahren. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hier hin? Wo ist der? Ach, Mori ist da unten wieder, ne? Ah, hier links ist die verbrannte Taxizentrale. Genau. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Wusste ich eben nicht. So, wie gesagt, Orientierungssinn, ich habe keinen. Dafür habe ich ein Navi hier drin, ne? So. Und hier muss Mori irgendwo sein. Mal sehen, wie er sich jetzt gerade wieder fit hält und seinen kleinen Bruder also niedermacht, dass er zu schwach und zu doof ist, obwohl die beiden nicht so helle sind. So, ich muss einfach nur in das Lila da reinkommen. Warte, so, fertig.
Hey, Lou, come on in. Hang on one second. Checkmate. See ya! Little thicko never went to college. I never got into an Ivy League school. I got into two! Yeah! Come on, let's get out of here. Steig in den Wagen. Ja, natürlich. Oh, hat er im Schach verloren, der Arme. Tut mir ja fast leid, wir kennen ihn ja. Mit Nico noch. So, begib dich zum Helikopter-Landeplatz. Nicht schon wieder fliegen. Oh Gott, was ist denn hier los in dem Spiel? Warum muss ich immer fliegen? Making me hang out with this jackass. Now listen to me. I got a wager. I ain't having no monster measuring contest, bro. I keep telling you I ain't into that creepy shit. No! My jackhammer would crush the shit out of you, bitch! No, 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 no. I'm talking a fair bet. Calculated risk. What's on the line then? You terrifyingly insecure midget? Well, how about everything Tony owes me? And I promise to get out of your life if you win. Yeah, that sounds too good to be true, bro. What happens if I lose? I get everything. You're rolling with me full-time, hombre. Buddies for life. All or nothing, eh? Heavenly peace or a lifetime of being tortured by some hellish imp. Shit is tough. Calculated risk. What are you gonna do? Okay, so what are we betting on? It's a race, you fucking pussy. All around the city, only for serious high roller cats. Choppers, boats, cars, and everything in between. So all I gotta do is win that, and you out of our lives? In theory, yes, but that ain't gonna happen, dog, because I never lost at nothing in my old life. Maybe that's because I had a brother as pathetic as little B, or maybe it is because I am the S-H-I-T, bitch. Yeah, you shit, all right. Now, if you do win, which you won't, you just gotta help me with one more thing, and then all your contractual obligations are released. Hey, here's to that. Aha, okay, dann müssen wir jetzt so eine Art Triathlon oder Ironman oder wie auch immer machen, ne? Mit Helikopter, Boot fahren und Auto fahren. Das ist ja schon ein Ding. Wird spannend auf jeden Fall, kann ich mir sehr gut vorstellen. Obwohl natürlich Auto würde ich wahrscheinlich hinkriegen, Boot wahrscheinlich auch, Helikopter, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen zurückhängen. Aber wenn das alles zusammenhängt, dann könnte ich vielleicht im Auto wieder aufholen. Vielleicht, weiß ich nicht, wie die hier fahren, aber normalerweise geht das ja eigentlich. Gut, wenn man sich jetzt meinen Fahrstil mal anguckt und vorne sieht, dass ich links keinen Kotflügel mehr habe. Naja, was will man denn schon da machen? So. Und ich bin mal gespannt, dann wird es wahrscheinlich mit dem Helikopter losgehen, ne, wenn ich auf dem Flugplatz bin. Oder Helikopterlandeplatz. Luis, you're gonna get your ass handed to you, you bitch. Hey, we're gonna give a head start to those on the 4 feet? You have all been provided! Parachutes, boats, and cars! You'll be airlifted to the start where you will race from one vehicle to the next. The first person to make it to the finish in middle park is the winner. Are you ready? Fuck yeah! Hey, I'm racing an orange midget. Why wouldn't I be ready? 3, 2, 1, go! Wie geil ist das denn? Wenigstens muss ich nicht fliegen. Wir stürzen jetzt in den Tod. So, bewege dich in der Luft, drücke, um den Fallschirm zu öffnen. Steige in ein Boot. So, wo muss ich hin? Da hinten. So, ich mache jetzt auch mal auf. Wir müssen, glaube ich, da hinten. Ich glaube, ich sehe mein Boot schon, wenn das das hier ist. Bin ich mir nicht sicher. Wir wissen ungefähr, wo Mori ist. Und wir sind Erster. Okay. Und wir gehen jetzt mal hier runter. Wir müssen da hinten hin, glaube ich. Ich glaube, das ist das Weiße, oder? Ich bin mir nicht sicher. Das weiße Boot könnte ich mir vorstellen. Wir müssen jetzt nur gut landen. So, nicht so weit jetzt runter, sonst... Und jetzt wieder ein bisschen runter. Ich will versuchen, auf dem Steg aufzukommen. Ich hoffe, das ist also das richtige Boot. Da stehen jedenfalls zu viele. Ah, ein bisschen mehr länger fliegen. Steig in ein Boot. Genau, komm schon. Mach das Ding weg. Mach das weg. Mach das weg. Im Laufen, genau. Okay. Gott, ist das spannend. So. Warte, steig in ein Boot. Das rote. Komm schon, steig ein. Ich habe F gedrückt und jetzt macht er wieder so Heckmeck und muss hinten einsteigen. Komm schon. So. Komm schon. Jetzt steig ein, Mann. Oh nein, jetzt hat er schon einen Start. Nein, wo muss ich denn hin? Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo das ist.
Ach, ich muss dir einfach nur den Dingern folgen, okay. Ach, ich muss... Oh Gott, jetzt ist der schon im Vorsprung. Scheiße. Weil Louis so blöd zum Einsteigen ist. Mann, du Idiot. Aber wir wollen es natürlich spannend machen. Wir haben auch noch Auto. Boah, das ist echt eine geile Mission. Gefällt mir jetzt schon. Auf jeden Fall sind wir schon mal mit dem Dings ganz gut runtergekommen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie ich die lila Dinger unbedingt treffen muss. Oh Gott, und da ist eine Boje. Geh weg da. Ich glaube, das ist auch nur Mori. Der andere Typ, der sind wir nicht zu dritt abgesprungen. Der ist, glaube ich, eine Niete. Darf jetzt auch nur nicht auf dem landen, ne? Jetzt habe ich ihn überholt. Jawohl, ich habe die Kurve ein bisschen enger genommen als er. Jetzt brauche ich mich nicht allzu sehr zu hetzen, um zu gucken, ob ich, dass ich... Ich muss jetzt nur gucken, dass ich vorne bleibe und keinen Fehler mehr mache. Aber ich muss jetzt nicht auch noch um ihn rumschiffen. Und unser Boot ist schneller, ne? Guck mal, wir sind ziemlich gut dabei. Jetzt läuft's. Ne, es sind sogar vier, wenn ich unten rechts gucke. Wir sind der erste von vieren. So, und hier rum. Hier rum. Und da vorne an dem Dings, ne? Hier sieht man ja. Titanic 230. So, und au, jetzt wird es aber hier eine enge Passage. Das haben sie extra gut gemacht. Sehr gut gemacht. Aber die... Oh, da war die Reißleine. So, die dürfen wir natürlich nicht erwischen. Aber ich glaube, die sind gar nicht reell. Ich glaube, die sind einfach nur so aufgezeichnet, ob du da durchfährst oder nicht. Macht, glaube ich, nichts. So, die Kurve ein bisschen enger nehmen, ein bisschen vom Gas gehen. Wunderbar, das läuft doch. Und Mori ist ziemlich weit hinten. Und jetzt müssen wir nur noch dann das richtige Auto erwischen und die Straßen fahren. Und dann den Mittelpark, das ist, glaube ich, da, wo wir auch immer lang fahren, ne? Mittelpark... Das ist ja ganz cool gemacht. Also das ist echt eine geile Mission. Das gefällt mir richtig gut. Das hätten sie ruhig öfter sowas machen können als diese Base Jumps. So, mehr solche Rennen. Wo du mit dem Base Jump anfängst. So. Und wenn wir das Ding jetzt nicht gewinnen, dann weiß ich es nicht. Dann mache ich jetzt hier noch einen großen Fehler. Aber ich hoffe es mal nicht. Und ich weiß auch nicht, wann wir jetzt an Land kommen. Da vielleicht jetzt. Bin ich mal gespannt. Nee, da kommt noch ein rosa Punkt. Jedenfalls ist das unten links auf der Karte so. Und wir machen das schon, das Rennen. Ich weiß nicht, wie weit Mori weg ist. Wir können ja mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Boah, der ist eine gute Ecke. Der ist erst an der Landzunge da hinten. Wir sind schon halben Weg weiter. Also Mori kriegt uns mit dem Boot nicht mehr. Nicht, wenn ich jetzt noch nicht irgendwie auf eine Sandbank fahre oder sowas. dann kriegt er uns nicht mehr. Und wahrscheinlich, weiß ich nicht, dann müsst ihr jetzt auch weiter wahrscheinlich da oben irgendwann beim Steg... Dann hoch und dann ans Auto oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Oh, Moment, Mori hat keine Chance. Die anderen zwei werden uns gar nicht angezeigt. Wahrscheinlich können die gar nicht gewinnen. Oder das ist nicht, wenn die wirklich gewinnen sollten, dann ist das eh egal. Weil wir nicht gewonnen haben. Da müssen wir an Land. Glaube ich, ja. Da unten ist der letzte lilane Punkt. Da gehe ich jetzt einfach auf Sand, ist egal. Wunderbar. Und halten... Und raus hier. Komm schon raus. So. Mori darf uns ja nicht erwischen. Steig in einen Wagen. Ich nehme den, der für mich bestimmt ist. Sonst habe ich nachher Probleme. Der hier. Genau den hätte ich fast auch gewählt. Bring den Wagen auf Tempo und drücke die Feststelltaste, um das Nitro-System zu starten. So, Mori ist aber auch schon fast an Land, oder? Nicht. Wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Alter, ich komme hier gar nicht hoch. Warte mal, bevor ich überhaupt versuche, Nitro zu drücken. Muss ich erstmal gucken, dass ich die richtige Strecke habe dafür. So. Was, das ist doch nicht die... Nein, das war die Tab-Taste. Oh Gott. Jetzt habe ich die Feststelltaste. Okay, warte, ich habe die auch noch nicht gedrückt. Ich habe die nur ausgewählt. Weil ich darf ja jetzt nicht... Ich glaube, wir brauchen gar keinen Nitro, ganz ehrlich. Aber ich mache es natürlich, weil es Spaß macht. Boah, was ist denn jetzt mit der Straße los? Hör doch auf damit. Alter, nein! Ich habe die Taste losgelassen. Ich habe doch die Taste losgelassen. Ja, zum Glück. Scheiße, 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 scheiße. Das war, glaube ich, doof von mir. Ich hätte kein Nitro benutzen sollen. Nein, 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 nein. Ich lasse das lieber mit dem Nitro. So. Nein, was ist das denn? Boah, da ist ja noch einer von den Irren. Wir sind nur Zweiter, jetzt sind wir wieder Erster. Nee, nee, ich lasse das mal lieber mit dem Nitro. Weil der hört nicht auf, wenn ich die Taste loslasse mit dem Nitro. Ich dachte, der würde das nur so anpuffen. Obwohl, hier kann ich das machen. Boah, nein, nein, hör auf. Boah. Und nochmal. Weil die anderen werden es wahrscheinlich auch machen. Dann habe ich nämlich keinen Vorsprung mehr. Und nochmal. Da hätte ich mein Nitro aufheben sollen. Ich kann nicht mehr. Okay. Da ist aber auch der Park. Ich sehe ihn schon. Das wird der sein. Ich glaube, das ist der. Den habe ich nämlich auch gemeint, tatsächlich.
Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ne, wir fahren jetzt hier weiter. Oh, das Nitro pulvert sich wieder hoch. Das ist doch gut. Kann ich es nochmal benutzen? Boah, Alter. Mit Vollbremsung geht's. Da kann ich das loslassen. Da ist das Ziel da vorne. Da vorne ist das Ziel. Ich kann es auf der Karte sehen. Das ist die Fahne. Und wir schaffen das. Wir schaffen das. Komm schon. Und mit Nitro nochmal rein? Nein. Okay. Yeah, geschafft. Man, that's gotta be an expensive race for you. Bullshit, man. Someone must have sabotaged me or something. No, shit, no, I wanted to lose. You think Tony's cash means shit to me? I got other investments. Yeah, good for you, Tiny. So, will we gotta see each other again? I told you, Louie, one more job. I got some cars to procure and you're gonna help me. Come by Brucey's and we'll hit it. Yeah, all right, bro. I gave my word. Schaden? Haben wir null Schaden gemacht? Das ist super. Bootlandung? Haben wir nicht geschafft? Oh, wir hätten im Boot landen können. Natürlich. Immer Erster waren wir nicht, weil ich einmal versaut habe. Und die Zeit, ja, boah, 2 Minuten weniger. Was war denn, wie hätte ich denn das schaffen sollen? Ich musste doch dem Radius folgen. Und 1000 Dollar nur, das ist ja ein Witz. Aber wir haben eh 67.000. Das ist ja, bin ich ja fassungslos. So, 67.000 Dollar und noch eine geile Karre. Und, ach, guck mal, weißt du was? Dann werde ich jetzt das... Was ist das jetzt hier? Triathlon. Es heißt tatsächlich Triathlon. Ist ja geil. Das, boah. Und hier ist noch einer. Nee, es gibt tatsächlich mehr. Oh, es gibt tatsächlich mehrere Triathlone. Das ist... Ja, ist ja die Mehrzahl von Triathlon. Triathlon? Ein Triathlon, 2 Triathlon. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr geil. Dann können wir das also öfters machen. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Und genau, begib dich zu dem Fahnensymbol, um am Rennen mit Fahrzeugwechsel teilzunehmen. Das ist ja so hammergeil. Das finde ich ja mal so richtig geil. Das ist nämlich noch viel spannender als das, was man mit dem Dings hatte. Das waren ja immer nur die Motorradrennen. Aber wie viele geile Nebenmissionen es hier gibt. Man kann die Drogenkriege, die wir jetzt so ein bisschen auch schon wieder unter den Tisch fallen lassen haben, machen. Man kann Base-Jumping machen. Man kann jetzt die Triathlon-Dinger fahren. Das ist ja der Hammer. Ich bin echt begeistert. Das ist echt, also richtig geil. Und vor allem diese Triathlon-Sache, die macht noch viel mehr Spaß als die normalen Rennen. Wenn du ein normales Autorennen hast oder dieses, was da mit bei The Lost and Damned war, ne, mit dem Motorrad-Cycle-Club, wo wir dann immer Motorrad gefahren sind und dann die Baseballschläge rausgeholt haben und sowas. Das war auch schon lustig, aber das mit dem Triathlon ist echt tausendmal viel, viel geiler. Und da werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich noch mal eins fahren, habe ich richtig Lust drauf. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon zu Hause sind, dann beende ich jetzt auch hier die Folge und wir machen das nächste Mal dann weiter. Ja, mit was machen wir denn weiter, Louis? Da kratzt du dich am Kopf und überlegst. Das ist gut, denn ich überlege auch gerade. Ich würde sagen, wir machen Mori zu Ende, ne? Noch einen Job hat er gesagt, einmal Autos stehlen, das können wir ja. Im Auto klauen, knacken sind wir ja ganz gut. Vor allem, wenn wir auf der Straße stehen und dann immer die Leute aus den Autos rausziehen. Und dann machen wir vielleicht mit Toni weiter und dann mit Bulgarin. Und nochmal ein Triathlon irgendwann fahren wir. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns hoffentlich in einer... Was ist denn das? Warte. Kann man jetzt nicht so lesen. Sieht aber aus wie eine Auszeichnung, aber ich kann es nicht erkennen, was es genau sein sollte. Und und dann würde ich sagen, Bier. Aha, sieht aus wie ein Wissensbuch. Das kann ich mir aber hier gar nicht vorstellen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns hoffentlich in einer neuen Folge von GTA 4. Ich wollte gerade sagen, was hat er denn jetzt? Hast du gesehen? Ich hab ausgewählt, dass er nur die Bände benutzen soll und er hatte noch die Waffe in der Hand. Schattenwaffen. Damit kommst du aber nicht so weit im Leben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bei einer neuen Folge von GTA 4 The Ballad of Gay Tony wieder. Bis dahin. Tschüss.